Läuft, wo war denn die Maus gerade? Ja, du bist getroffen. Jetzt bist du tot, Mann. Ein Bötchen. So, weg sind sie. Kann ich ja gleich hier nochmal nach Munition gucken. Nichts. Ein alter Bus. Hier. So, weiteren Wachposten ausgespäht. So. Kurz auf die Karte gucken. Vielleicht können wir auch mit dem Wasser weiterfahren. Also auf dem Wasser, nicht mit dem Wasser. Nö, brauchen wir aber nicht. So. So, wir fahren jetzt einfach nur ein Stück geradeaus und dann und links und dann sind wir schon wieder da. So. Och, Mann. So, ich glaube, jetzt müssten wir bald abbiegen, aber das Schild ist ja dann auch farblich gekennzeichnet. Genau. So. Ach, komm. Mach doch keine Mätzchen. Meine Fresse. Also obwohl das nur Leute sind, die eben ständig wieder hinterherfahren oder eben respawnen in den Dörfern, hier in Far Cry 2 geht einem das irgendwann so auf den Sack, dass man einfach keinen Bock mehr hat auf dieses Spiel. Also ein vermeintlich relativ kleiner negativer Punkt artet während des Spiels doch auf die Dauer zu einem sehr, sehr großen negativen Punkt aus. Das verdirbt dann einfach irgendwie total den Spielspaß. Aber dafür gibt es ja das in Far Cry 3 nicht. So, das wird natürlich auch wieder von Ubisoft entwickelt. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Also, ich bin jetzt total schon gespannt auf das Game. Ich weiß gar nicht. Och, nein. Mann! Los, komm, danke. Es müssen dann hier auch immer Steine liegen. So, wir können hier auch runterfahren. Ich könnte auch mit dem, also mit dem Boot dahin. Hm. Naja, mal gucken. Au! Au, 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 au. So, dann müssen jetzt auch hier mal bald Schienen kommen. Und da fahre ich dann auf Schienen weiter. Weil eine Bahn fährt ja eh nicht. So. Gehen wir mal kurz ans Geschütz. Der Typ muss dann nämlich gerade wenden. Ist ja gesagt, zwei Typen und da kann ich schön reinhalten. So, das Geschütz überhitzt ja schon langsam. Mein Auto will ich jetzt noch zum Brennen kriegen. Na, ich habe das Geschütz zum Brennen gebracht. Das dauert schon mal was. Man fängt ja klein an. Na los. Puh, puste. So abkühlen. Naja, bitte. Danke. So, dann macht sie mich Flächenschaden und dann ist der Typ auch im Arsch. Und hier ist schon wieder das nächste Dorf. Meine Fresse. So, eigentlich wollte ich ja irgendwo auf Schienen fahren. Oh, RPG irgendwo. Na, oh, ganz toll. Ja, ganz toll. Und du sollst aussteigen. Danke. So, unter Beschuss repariere ich jetzt die Karre hier. Ich glaube, ich habe mich schon wieder so krass verfahren. So. Wir müssen nämlich da irgendwo hin. Oh, hier ist irgendwo ein... Aua. Ein... Diamant. Kann man das hier irgendwie...
Zerstören, ich will hier rüber. Hilfe. Bitte. Och nee, ist nicht wirklich ein Zaun, oder? Also ein Blechding-Zaun. Kack. Au! Och Mann, ey, ich bin noch nicht mal da. Das ist so scheiße. Ich bin noch nicht mal da und hab jetzt schon irgendwie zwei Spritzen weniger und Hälfte der Leben, ey, das kotzt mich einfach nur an. Das ist einfach nur sowas von frustrieren. So, jetzt kommen wir endlich mal zu den Schienen hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. So. Mann, ey. Da vorne sehen wir auch schon das rote Schild. Aber es war jetzt kein blaues Ziel, oder? Nein. Nein, ich fass mir einen Kopf. Okay, ich pausiere an dieser Stelle die Aufnahme, weil ich glaube, das wollt ihr echt nicht sehen. Das war ja mit der größte Fail in Far Cry 2 überhaupt. Bin ich einfach mal komplett falsch gefahren über die ganze Map. Wir machen Aufnahmepause, nachdem wir den Lappen hier erstmal kurzhand gemessert haben. Und ich höre schon nächstes Auto. Oh nein! Naja, jetzt bin ich eh tot. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann, Leute. Oder nach einer kurzen Aufnahmepause ist besser. Also, bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich sitze hier gerade an einem halb kaputten Auto. Und ich bin hier kurz vor der Absturzstelle des Helis. Werde mich jetzt hier von oben erstmal herantasten. Hier ist ein Berg. Ah, so. Na los, komm, spring doch. Ach, Mann. So, und der Typ kann ich schon gar nicht mehr sehen. So, vor Anstrengung. So, hier geht's auch nicht. Da muss es doch hier einen Weg rumgeben. Also hoch, meine ich. Da kann man sich ja da gar keinen Vorteil daraus ziehen. Also man muss ja irgendwie aus einer erhöhten Position am besten das Dorf irgendwie durchs Fernrohr sich begucken können, sage ich jetzt mal so. Oder wir versuchen es einfach von hier. Was? Ja, da ist der Sniper. Das war ja schon mal richtig fail. Ja, genau. Steh auf. Nach 9 Kugeln in deinen Körper. Also mit Stealth wird es jetzt hier nichts mehr. Das kann ich euch schon mal sagen. So, von irgendwo kommen da Schüsse. Da. Hey, das gibt's doch nicht, wie viel die aushalten. Das ist so unlogisch. Schade, ich dachte, ich kann mich von oben hier ranschleichen und dann ein bisschen was reißen. Aber, naja. So, ich weiß gar nicht, ob ich nach dem Tod, nachdem ich nochmal neu anfangen musste. Also, mein letzter Speicherstand war ja beim Waffenhändler. Und, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch den Stealth-Anzug habe oder nicht. Ich habe da jetzt auch gar nicht mehr nachgeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich weiß auch gar nicht, wo ist denn der Heli? Ist irgendwo da hinten. So. Oh, da hat er noch eine Schotti. Zum Glück habe ich sein Nachladen gehört. Jetzt hat er mir noch den Kopf weggeblasen. Ich sehe ihn nicht. Irgendwo weiter hinten sein. So, wir sind natürlich immer auf Gegner gefasst. Zum Beispiel ihn hier. So, gleich mal ein bisschen Munition mitgenommen. So. Hier irgendwo muss er doch sein. Ach du Scheiße, voll die falsche Richtung. Wie immer eigentlich in diesem Let's Play. So, da steht ein Auto.
So, jetzt müssten wir allerdings eigentlich in die richtige Richtung laufen, zumindest halbwegs. So, jetzt irgendwo ein Auto. Haha, ich hab's gewusst. Nein, jetzt werden wir ganz ihn alle. Ah, genau das wollte ich. Dass die über mich rüberfliegen und ich die dann schön wegholen kann. Und da war mein Pistolenmagazin an. Das ist ja nicht wahr. Ach, Freunde. Ich sehe nicht, wann ich überhaupt mal schon hier was auf der Reihe kriegt an diesem Let's Play. Ey, ist der also doch da vorne? Da stand auch am abgestürzten Hubschrauber. Hier ist er ja keiner. Ach, hier, Titte. Kann man ja nicht mehr erkennen. Hier ist ja. Ist ja aus Beton, da ist ja irgendwie. So, da ist der Zündkopf. So, das brauchten wir ja. Alles klar, dann werde ich mal hier mir ein Auto schnappen. Oh, ja, das Telefon klingelt. Unser geiles Nokia. Okay, Kumpel, los geht's, komm zur Brücke. Jo, Alter, los geht's, ey. So, Munition haben die hier nicht. Schade. So, der. Ah, ne, das war ein Sniper. So, hier müsste ja theoretisch noch meine Karre stehen. Weiter unten. Na los, renne, Minium. Noch einen Schluck aus der Tasse genommen. Ja, komm. Wo ist denn jetzt das Auto hin? Da. So, ich hätte mir auch theoretisch da eins nehmen können. Aber es ist jetzt egal. Wir bleiben jetzt hier bei unserer Kiste und von hier aus sind wir, glaube ich, auch ein bisschen näher dran an dem Ziel. So, das könnte jetzt eine lange Fahrt werden, Freunde. Oh, nee, warte mal, hier geht schon wieder in so ein komisches Dorf rein. Ah, nee, da war ich ja gerade. Haha. Sehr schlau. So. Wir müssen jetzt hier nämlich die halbe Karte erstmal südwärts fahren. So. Ah, Antilope. Lauf! Lauf, kleine Antilope. Oder Gazelle. Lauf. Nein, nicht Forest, sondern Gazelle. Achtung! Oh, jetzt ist mein Wagen gelaufen. Schlau sind die Tiere ja auch nicht. Voll ins Hinterrad. Was? Deswegen auch der Spruch. Man fühlt sich so wie das fünfte Rad am Wagen, ne? So, so mitgeschleift, ne? Hängt jetzt so am Rad dran. Und dann kann man dann so mit dem Spachtel abkratzen dann. Boah! Lol, da war wieder hier Raketenwerfer unterwegs. Allerdings hat er uns nicht getroffen, natürlich zum Wohle von unserer Person. So, so langsam nähern wir uns dann auch dem eigentlichen Ziel, Jarbeck zu töten, und dann sprengen wir die Brücke in die Luft. Ich hoffe, das sieht irgendwie episch aus. So, und da sieht es schon wieder so verschnörkelt aus. Ich werde. Ah, Rockel! Voll mitgenommen! Das sah richtig gut aus. Achtung! RPG, das habe ich gehört. Ich werde jetzt mal aus Wasser zurückgreifen, gleich, wenn ich mal irgendwo hier einen Fluss finde. An sich ist eigentlich auf der Karte die ganze Zeit einer markiert, aber irgendwie. Aha, hier sagt er mir, dass ich hier lang fahren muss. Um da hinzukommen. Boah, Alter! Noch einer! Ne, jetzt ist aber mal gut. So, du tot. Scheiße, ich krieg mein Geschütz nicht weiter runtergekurbelt. Da muss ich aussteigen. Dann sterbe ich hier. Ach, Mann, du Penner, ey. Ach, ich hasse diese Leute.
So, alle Karren hier müssen repariert werden. Da kommen aber wirklich gleich zwei hier um die Ecke. So. Ach. Die ganze Zeit wird nicht auf mich gefeuert. Dann steige ich ein, dann geht das wieder los. Hat das einen Sinn? Freunde, wisst ihr? Macht mir ja schon so ein bisschen fertig. Moment. Ja, komm, keul dir noch einen. So, jetzt sind wir ja auf dem direkten Wege da. Ah, ich sehe gerade, wenn man vom Fluss kommt, dann kommt man so ein bisschen weiter von oben. Aber unser Ziel mit dem Sprengstoff liegt ein bisschen weiter vorne. Das heißt, wenn wir von vorne kommen, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Wird zwar wieder das übelste Gemetzel werden, weil wir ja eh gleich entdeckt werden oder ich irgendwie eine dumme Aktion mache und kein Messere oder so, sondern den einfach mit meinem Sturmgewehr erschieße und dann hört das natürlich jeder. Aber ich glaube, das wäre auch der gleiche Fall. Ah, Roadkill. Zack. Das hat sich mies angehört. So. An euch Lappen da vorbei. Moment. Du schießt mich. Das muss ich jetzt nochmal ganz schnell aus dem Weg räumen. Ja, Unterschlupf freigeschaltet. Ganz toll. Die muss ich jetzt nochmal kurz aus dem Weg räumen. Ich habe nämlich keine Zeit. Oder keine Lust, besser gesagt. Während ich da ans Dorf fahre, irgendwie beballert zu werden. Und dann fliege ich hier erst recht auf. So, wir können eigentlich hier schon mal aussteigen. Ach, hier kommt auch nochmal ein Dorf, ne? Nee, dann bleibe ich nochmal kurz drin. Oh, hier sind Schranken. Kack drauf. Was interessieren mich Schranken? Schranken sind zum Kaputtmachen da. Diamanten, nix. Nix, nix mit Ü. Ah, auch cool. Oh, episch. Was ist das? So komischen Geräusche. I think it's time for another screenshot, but I don't know the key. Ah! Aber erstmal Tabletten einschmeißen, sonst sterben wir hier noch auf halber Strecke. So, F12. Und jetzt sind die Du hast es FPS geschafft. ist dann wieder Sieh mal rechts. dieses tolle Geschäft an. Mit den Sündern vorsichtig. Was war denn das gerade? Boah. So, der Zündkopf ist dran. Okay. Nice, ich dachte, wir müssen hier erst so im Dorf da irgendwie was machen. Aber der erwartet uns hier schon auf der Brücke. Ich habe wieder mal nicht nachgedacht, sorry Leute. Ich bin ein bisschen behindert. Boah. Lol. Krasse Scheiße. Bist spät dran, Mann. Danke, Mann. Um Benzinlager verbessert. Ey, soll ich dir mir jetzt auch helfen, da? Ich glaube ja. Ich sterbe, Alter. Ich steh dir bei, Mann. So. Hast du Mission abgeschlossen? Ich wollte noch Jabek töten. Was hat der denn für ein Tattoo auf der Hand? Ey, ich dachte, man tötet hier noch so Jabek, so ganz cool und so. WTF? Aber da die Brücke jetzt ja im Arsch ist, haben die jetzt auch nicht mal die große Möglichkeit, außer eventuell halt mit Booten, sich da irgendwie von der Stadt zu verpissen.
Also die kommen halt da von ihrer Stadt gar nicht mehr weg. So, ich müsste jetzt auch keine Mission offen haben, ne? Nee. Ja gut, dann fahre ich mal wieder zurück zu nach Mosat, also Lao. Au. Und ich glaube, wir müssen jetzt. Och Mann! Och meine Fresse! Bitte sag mir, dass das jetzt nicht wahr ist. Na los, komm. Gib alles. Ey, wo hängt er denn fest? Ach da. Muss ich jetzt ja noch gucken, wie ich hier rauskomme. Na, das wird wohl nichts werden. So, dann müsste ich theoretisch zurückfahren. Allerdings macht er das auch nicht. Und irgendwie ist das alles scheiße. Meine Fresse. Ich komme mir gerade vor, so ein bisschen wie in Battlefield 3. Da irgendwie nach dem scheiß Patch hier bleibe ich auch überall mit den LRVs oder T90s und so hängen. Das geht mir irgendwie extrem auf die Eier. So, noch kurz was getrunken. Aber das Mikro ausgemacht, ihr müsst ja nicht immer hören hier, wie ich trinke. Das will ja keiner, ne? Nee, ich finde, es gehört sich einfach jetzt nicht so unbedingt ein Let's Play irgendwie zu trinken oder zu rauchen oder irgendwas. So, und die Framerate ist auch nicht begeistert davon. Ich hoffe aber, sie ist begeistert davon, dass ich jetzt hier Let's Plays mache. Deswegen fängt sie sich hoffentlich bald wieder. So, sie ist immerhin bei 30. Naja, jetzt ist sie wieder bei 20. Ne, wie sie halt will, ne? So. Ach komm. Spiel nicht den Max. Also den. Nicht den Max FPS, sondern. Ihr wisst ja. Also jetzt nichts gegen Max FPS, das ist mir gerade irgendwie so eingefallen. Da hätte ich auch mal ein ganz gutes Thema für ein Commentary. Oder mal für zum Let's Play hier. Wie ich denn so zu anderen Kommentatoren stehe. Oder was ich von ihnen halte. Das würde ich dann aber doch ganz gerne machen, während ich spiele und nicht ich warten muss, bis die Framerate sich wieder fängt. Das hatte ich auch schon im letzten Black Ops Comment oder Oster Special Black Ops Commentary gesagt, dass ich mir mal die aktuellste Version von Fraps besorgen müsste. Weil das kann einfach nicht sein, dass ich hier nach 40 Minuten Frame-Einbruch bekomme. Und ich dauernd die Aufnahme abbrechen muss oder frühzeitig beenden muss, weil ja, es kann einfach nicht sein. Ja, aber ich habe halt theoretisch, könnt ihr jetzt sagen, ja, mach doch einfach, aber ich habe auch noch eine ganze Menge Aufnahmedateien, also Fraps-Aufnahmen und so in meinem Fraps-Ordner. Ist ja auch logisch, ne? Ich kann kein direktes Backup davon machen, weil der Ordner halt so groß ist. Ich habe keine Festplatte, wo so viel Platz drauf ist. Und ich habe keinen Bock, das nachdem ich Fraps, sagen wir mal, runtergehauen habe und ein neues Fraps drauf ist, die ganzen Dateien, Videodateien weg sind, dann müsste ich ja eigentlich das Let's Play dann beenden. Oder ich müsste mir halt von einem bestimmten Speicherpunkt dann wieder hier hochspielen. Das würde natürlich auch gehen. Aber da ist ja nicht nur Far Cry 2 drin. Da sind ja noch ganz andere Sachen drin, die ich eigentlich auch noch brauche. So, die Framerate scheint sich jetzt wieder mal nicht zu fangen. Ich mache mal eine kurze Aufnahmepause und nehme dann weiter mit. Oder mache ich jetzt? Ah, nee, ich müsste eh eine neue Mission anfangen. Von daher, ich komme, scheiß drauf. Ich habe ja gesagt, die Aufnahmesession wird kurz. Ich wollte jetzt eigentlich noch zwei, also ich wollte insgesamt zwei UFL-Missionen machen. So eine Stunde mal aufnehmen, also so drei Parts und dann hat sich die Sache, ich hoffe, das kommt jetzt alles noch mit in die zweite Folge der Aufnahme mit rein. Naja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ihr wisst ja mittlerweile, es ist ja auch schon fast Normalität, dass ich meine Aufnahmesession frühzeitig abbrechen muss, da sich die Framerate nicht wieder fängt. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Verzeiht mir meine Fails, die ich hier immer tue, aber das denke ich, seid ihr auch mal. Also jetzt nach der Zeit ihr in Far Cry 2 gewohnt.
Ja, gebt den Videos einen Daumen hoch, falls euch gefallen haben. Falls ihr irgendwelche Ideen habt oder Kritik abgeben wollt, dann schreibt gerne Kommentare. Ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Video. Ich bin's, Crank Ron. Bis dann, Leute. Ciao.